Hey Leute, Coach Steph hier und heute zeige ich euch die besten Übungen für den Bizeps für zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht. Und wir machen das Ganze von leicht zu schwer. Das egal auf welchem Trainingslevel ihr momentan seid, ihr wisst, wie ihr steigern könnt, wie ihr arbeiten könnt. Es geht immer darum, besser zu werden. Und man muss ganz klar sagen, Bizeps oder allgemein Rückentraining, ihr kommt nicht ohne irgendeine Kante, irgendeinen Griff aus, denn die Schwerkraft zeigt nun mal nach unten. Und ich kann gegen den Boden drücken, Liegestütze machen, ich kann gegen den Boden drücken, Kniebeuge machen, ich kann gegen den Boden mich nach oben rollen für den Bauch, aber ich kann nicht zum Boden ziehen. Ich muss vom Boden wegziehen. Und da brauche ich eine Tischkante, einen Balken an der Decke, Garagentor, draußen, wo die Wäscheleine ist, vielleicht diesen Bogen. Ja, manche von euch, Buch unter die Tür, an die Türe, haben eine Klimmzugstange daheim, ein paar Dipbaren, Slingtrainer. Ihr braucht irgendwas. Es muss kein Equipment sein, nichts Teures, kann auch ein Möbelstück sein, wo ihr euch hochziehen könnt. Weil sonst schafft ihr es nicht, mit dem eigenen Körpergewicht euren Rücken zu trainieren. Denn wenn ihr auf dem Bauch liegt, mit einem Handtuch, dann habt ihr das Gewicht des Handtuchs und eures Armes. Aber euer Körper liegt flach auf dem Boden. Von daher würde ich sagen, abonniert den Kanal und dann fangen wir auch schon an mit der ersten und leichtesten Übung. Liegestütze mit dem Reverse Grip. Hatten wir ab und zu mal in einem Workout, ist nicht die geilste Übung, aber wenn man wirklich gar nichts hat, keine Kante zum Hochziehen, irgendwas muss man ja machen. Ich zeige es euch einmal, dass ihr wisst, wie es geht. Einmal hier die Hand so rum, ungefähr auf Hüfthöhe vom Liegestütz her und dann geht ihr hier runter und von hier hoch. Runter und drückt die Ellenbogen nach vorne hoch. Und dadurch habt ihr eben die lange Bizepssehne. Die arbeiten natürlich ein bisschen mit der Schulter mit. Die habt ihr hier mehr im Fokus, als wenn ihr einen normalen Liegestütz macht. Man muss aber klar sagen, dadurch, dass es halt ein Liegestütz ist, ist trotzdem die Brust drin, trotzdem der Trizeps drin. Ihr habt einfach nur ein bisschen von der vorderen Schulter hin zur langen Bizepssehne und das war's. Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, eine von den nächsten Übungen zu machen, dann vergesst die. Übung Nummer 2 ist der Australian Chin-Up und der wird für die meisten von euch das Mittel der Wahl sein, weil man schön die Intensität regulieren kann, je nachdem wie fit man eben ist. Hierzu braucht ihr allerdings eine Kante, wo ihr greifen könnt. Ich habe jetzt hier einmal einen Dipbarren oder einen Slingtrainer. Ihr könnt aber auch einen stabilen Tisch daheim verwenden, das geht auch. Ich zeige euch aber erstmal die Übung. Wir gehen unter diese Kante im Untergriff, damit auch schön der Bizeps arbeiten muss, gehen dann hier in Position. Und wie ein Bizeps-Curl, einmal hoch, runter, Ellenbogen strecken, hoch, runter. Ja? Bizeps macht Armbeugung in der supinierten Position. Als Anfänger eine Möglichkeit, ich verringere mein Körpergewicht, indem ich den Hebel verringere und einfach die Beine anbeuge, ist natürlich hier nochmal einfacher. Wie gesagt, ihr könnt euch auch an einen Tisch hängen, also hier Kopf unterm Tisch und dann hier an der Kante ziehen, sollte halt ein stabiler Tisch sein. Andere Möglichkeit, ihr habt vielleicht einen Slingtrainer. Auch hier die Möglichkeit, dass ihr euch reinhängt und statt normal hier zu rudern, einfach einmal umdrehen, Supination und dann hier zum Gesicht ziehen, langsam runter, zum Gesicht ziehen, langsam runter und hier den Bizeps trainieren. Übung Nummer 3 ist genau dasselbe, der Australian Chin-Up, allerdings mit einem Arm. Denn beim Bodyweight Training ist das unilaterale Training, wo du erst rechts, dann links machst, viel wichtiger als im Fitnessstudio, weil du dein eigenes Körpergewicht so besser zur Geltung bringen kannst. Weil du kannst halt nun mal nicht steigern. Du wirst von Einheit zu Einheit leider nicht schwerer. Von daher musst du dein Körpergewicht auf die eine Seite oder die andere Seite legen, damit du hier die Intensität erhöhst. Heißt, wir gehen wieder in Position. Hier ist es natürlich schwierig mit einem Tisch. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren, ist mit dem Griff deutlich leichter. Nehmt hier natürlich einmal den Griff. Könnt auch leicht starten und dann hier hoch, runter. Könnt auch so leicht eindrehen, ist für den Anfang ganz gut, um die Bewegung hinzubekommen und dann natürlich auch versuchen, gerade zu lassen. Und ihr merkt, da gehen dann natürlich deutlich weniger Wiederholungen, was natürlich auch sinnvoll ist. Selbes Spiel hier, ich nehme jetzt den anderen Arm, dass ich mir hier im Video keine Disbalance hole. Gehe auch hier rein. Ihr könnt beim TRX natürlich den Winkel verstellen, je nachdem. Und dann auch hier hoch. Bam, Ellenbogen bleibt vorne, keine Ausweichbewegung, nicht irgendwie rudern, sondern wirklich zur Stirn und runter arbeiten. Und hier ist ganz wichtig, viele denken, boah, da schaffe ich jetzt nur noch 5, mit 2 Händen schaffe ich 15. Ja, aber der Sinn der Sache ist ja, dass du nur 5 schaffst. Du willst ja in den Wiederholungen runter, dass du irgendwo bei 6,
8, vielleicht 10 Wiederholungen landest, dass du wieder einen Hypertrophie-Reiz hast. Also lass dich nicht entmutigen, dass du so viel weniger hinbekommst. Das ist ja der Sinn der Sache. Übung Nummer 4 ist dann der Chin-Up. Da braucht ihr auf jeden Fall eine Klimmzugstange, Balken an der Decke, Garagentor, irgendwas, wo ihr euch hochziehen könnt und eben ein bisschen Kraft. Von daher habt ihr vielleicht gemerkt, der Sprung von Australian Chin-Up zum normalen Chin-Up ist ein bisschen groß, was das Trainingslevel betrifft. Macht vielleicht Sinn, ein Widerstandsband zu kaufen, das einzuhängen, mit den Füßen reinzugehen, dass man hier ein bisschen Unterstützung hat. Falls ihr das aber nicht braucht, könnt ihr es auch ohne machen. Wir gehen einmal hoch, supinierter Griff, klack, und dann von hier auch einfach hochziehen, Kinn über die Stange, runter, hoch. Langsam runter, versuchen nicht zu schwingen, Bauch anzuspannen, die Füße so leicht nach vorne zu nehmen, dass ihr Spannung im Rumpf habt und arbeitet einfach hier eure Wiederholungen ab. Und falls ihr jetzt so 2, 3 hinbekommt, dann guckt euch auf jeden Fall mein Video an, wie ich von 0 auf 10 Klimmzüge hochkomme. Da habe ich euch eine Step-by-Step-Anleitung, wie ihr hier Schritt für Schritt steigern könnt. Für manche Leute ist so, ja gut, was soll jetzt noch kommen? Aber tatsächlich haben wir gerade mal so die Hälfte. Übung Nummer 5 ist der Side-to-Side-Chin-Up. Auch hier wieder unilateral nach links, nach rechts. Eigenes Körpergewicht effizient benutzen. Von daher gehen wir wieder hoch, allerdings recht breit, auch wieder supiniert und gehen dann erst zur einen Seite und zur anderen Seite hoch. Auch hier kontrolliert Kinn über die Stange und arbeiten hier. Also wie vorhin mit einem Arm, hier eben bei den Chin-Ups auch mit einem Arm arbeiten. Übung Nummer 6 sind die sogenannten Headbanger und die sind dann schon wirklich für Fortgeschrittene. Ihr geht auch hier erstmal in die Chin-Up-Position, einmal hier hoch, zieht euch hoch, nehmt die Füße vor wie ein L-Sit und jetzt arbeitet ihr mit Schwung zurück, vor und arbeitet hier hin und her. Versucht immer die Spannung zu halten und den Arm möglichst strecken, beugen und hier zu arbeiten. Ihr habt natürlich einmal die Spannung im Bizeps, weil ihr euch oben halten müsst und müsst aber dann trotzdem vor, zurück, also in die Dehnung und bam, ist auch so ein bisschen nicht nur reine Hypertrophie, Maximalkraft, sondern geht auch schon in die Richtung Reaktivkraft, weil ihr in der Dehnung in dem Sinne reingeht und euch vorzieht. Ist natürlich fucking hart, aber probiert's. Aber wirklich nur nicht anschlagen, ihr braucht Kraft für Fortgeschrittene. Kommen wir zur letzten Übung, Übung Nummer 7, und das ist der einarmige Chin-Up. Und ich muss ehrlicherweise sagen, den schaffe ich auch nicht. Vor allem nicht nach dem Lockdown. Mein Training war das letzte Jahr auch ziemlich beschissen. Ich bin wahrscheinlich weiter davon entfernt als noch vor 12 Monaten. Von daher gebe ich euch heute eine Vorübung, die ihr machen könnt, um darauf hinzuarbeiten. Aber falls ihr schon einarmige Chin-Ups könnt, macht die. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viele von den Zuschauern schaffen einarmige Chin-Ups? Wenn ja, wie viele und mit beiden Armen oder nur mit einem Arm? Weil es ist halt mit einem Arm immer leichter als mit dem anderen. Von daher, ab zur Vorübung. Ich kann euch nichts versprechen. Vielleicht 2 Reps oder so, aber schauen wir mal. Wir gehen in den Untergriff, hier supiniert, einmal nach oben, benutzen einen Arm zum Arbeiten, mit dem anderen hier als Hilfe, runter, bisschen drehen und hoch, runter und hoch, runter und hoch und arbeiten dann hier. Und mit der anderen Hand zieht ihr quasi mit, nur so viel wie halt nötig. Ihr habt gerade gemerkt, bei mir war es nötig und idealerweise fangt ihr an, nicht so wild rumzudrehen, sondern hier so ein bisschen die Flanke anzuspannen, was natürlich auch leichter gesagt als getan ist. Aber ihr habt, denke ich, verstanden, was ich von euch will. Macht gerne eine Insta-Story davon, verlinkt mich, ich will es sehen. Und das war's für heute. Ich weiß, es gibt noch viele andere Übungen, Türrahmen, Curlen oder mit dem Handtuch das eigene Bein hochziehen, aber die gefallen mir nicht, die sind kacke, deswegen empfehle ich sie auch nicht. War eher so mein Take, was macht Sinn, in welcher Progressionsstufe, wie empfehle ich es meinen Leuten, meinen Kunden zu arbeiten. Man kann zum Beispiel auch viel mit Kurzhanteln machen, Bizeps-Curls, Hammer-Curls, Konzentrations-Curls, waren heute auch nicht drin, heute wirklich nur Bodyweight, wo man das eigene Körpergewicht verwendet. Aber falls ihr eine Fortsetzung von diesem Video haben wollt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr merkt, ey, ich bin jetzt so bei Übung 3 oder 4,
würde gerne auch zu Übung 5, 6, 7 kommen, dann solltet ihr unbedingt meine Hybrid-Trainings-App benutzen. Da habt ihr in der Free-Version Workouts für daheim, daheim mit Kurzhanteln oder im Gym, auch in Push, Pull, Leg, Oberkörper, Core, Bauchbeine, Po, können einfach gratis Workouts machen. Keine komische Werbung mit Bannern, mit kleinen Xen, wirklich kostenlos, ohne dass ihr zugespammt werdet. Oder ihr könnt euch die Pro-Version holen, da sind dann Trainingsprogramme drin, mit Ernährung, Technik-Tutorials, volle Programm. Ich verlinke euch alles unten, könnt ihr euch gerne reinziehen, Feedback geben, ansonsten Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.